Grüß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oras Spezialdemo. Oder Pokémon Oras besser gesagt. Und zwar habe ich die Demo einfach nochmal gestartet und da sagt er, so sieht man sich wieder, das ist unsere vierte Begegnung, oder? Ich werde dir zum Andenken an unser Wiedersehen ein paar Pokébälle schenken. Okay. Von Troy. Das Geschenk, welches du eben erhalten hast, kannst du dir via Pokémon Link in... was auf deine Ausgabe der Vollversion übertragen. Bitte beachte, dass es sich nicht in dieser Spezialdemo-Version verwenden lässt. Sprich mich einfach an, wenn du zu einem Abenteuer aufbrechen möchtest. Ich würde mich sehr darüber freuen. Coole Sache. Also, ganz wichtig, die Demo nicht löschen. Überhaupt nicht löschen, sondern einfach nur warten, bis man die Vollversion hat. Danach kann man es eventuell löschen, aber jetzt nicht. So, wir möchten zu einem neuen Abenteuer aufbrechen. Geschenke ansehen. So, was habe ich denn jetzt? Pokéball-Set. Du kannst die 10 Pokébälle, die ich dir geschenkt habe, auf die Vollversion übertragen. Ach so. Ah, ja. Und dann haben wir noch ein Firnantor. Das ist ja cool. So. Ach so. Ach, ich wollte doch ins Abenteuer aufbrechen. Komm. Also, lass uns aufbrechen. So. Begeben, dass dich auf nahe gelegene Insel leben soll. Okay. Also, wir haben ja auf jeden Fall noch einige Dinge abzuklappern. Und immer Latias und Latios im Wechsel hier. Verrückt. Ja, wie dem auch sei. Ich verwechsel die beiden immer. Warum auch? Ist halt so. Dann suche bitte nach dem Knilz, das irgendwo auf dieser Insel sein müsste. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das Knilz auf den freien Flächen zwischen hohem Gras aufhält. Ah, wir haben jetzt sowas wie einen Wald vor uns. Mhm. Ah ja, da ist... Also es begegnen uns überall Trainer. Deswegen werde ich mal gucken... Ach, wen setzen wir mal an die Spitze? Das ist jetzt natürlich eine gute Frage. Nee. Wir werden mal... Genau, wir werden dich mal tauschen. Und zwar an die erste Stelle. Firnantor ist mir da ein bisschen zu heikel. Und ich schätze mich bloß nicht. Sonst brauchst du dich nachher nicht wundern, wenn du heulst wie ein Baby. Ach so. Ja gut, die Sprechblasen werden wohl relativ gleich sein. Laura. Laurentia, liebe Laurentia. Ach, wenn es doch heute schon Freitag wäre... gut. Dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Aber das wird schon passen. Ich würde nämlich erstmal eine Mega-Entwicklung, emporrufen. Und dann werden wir den Flammenwurf einfach nehmen. Wir machen den Flammenwurf. So, dann sehen wir uns nochmal diese schöne Mega-Entwicklung an. Was natürlich gut ist, ist, dass man nur ein Pokémon im Kampf zur Mega-Form machen kann. Ansonsten wäre alles andere schon derbst übertrieben. Also das wäre dann richtig böse. Was? Aua. Das könnte wehtun. Oh, das ist jetzt sogar eins mit Temposchub. Das wird ja auch mal besser hier. So, Flammenwurf hilft da nicht viel. Dann machen wir einfach mal einen Schlitzer. In der Hoffnung, dass das ein Volltreffer wird. Hast du eine gute physische Verteidigung? Naja, geht so. Aber holla die Waldfee. Der haut ganz schön rein. Ja, und deswegen ist das so uber aufgrund des Temposchubs. Das ist einfach so krass. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So, aber jetzt... Jetzt kommt der Volltreffer, natürlich. Genau dann, als ich ihn nicht mehr brauchte. Na gut. Wir haben auf jeden Fall Laura besiegt. Und wir freuen uns darüber. Deswegen können wir jetzt erstmal wieder das Pokémon tauschen. Ich werde, ja, wie gesagt, immer im Wechsel die ein bisschen kämpfen lassen. Gewaltrot, du darfst mal nach vorne. Aber jetzt ist natürlich die Frage, ob wir am Beute jeweils immer noch ein paar Hypertränke haben. Ja, haben wir wohl bei jedem Versuch neu. Also deswegen, Logok, dir steht es mal zu. Und da haben wir jetzt alle möglichen Mega-Entwicklungen hier gesehen in der Demo, ne? Wenn ich mich nicht irre. Was ist das denn? Du hast das Knilz gefunden. Ich wollte eigentlich noch trainieren. Du hast tatsächlich das Knilz gefunden, das hier lebt. Dann lass uns den Rückweg antreten. Okay. Ich finde es aber, wie gesagt, nett, dass man... ja, solche Missionen hier machen kann, solche einzelnen Aufträge.
Das haben die schön gestaltet. Also, ja, da kann man nicht meckern. Da kann man wirklich nicht meckern. Ah, das hast du gut gemacht, Orlando. Ausgezeichnete Arbeit. Hier ist es wohl wieder mal Abschied nehmen und so weiter und so weiter. Deswegen dürfen wir uns mal wieder zum wiederholten Mal das hier angucken. Kann ich auch nicht skippen oder so? Ach doch, kann ich mit Start. Mit der Starttaste. So, du hast dein viertes Abenteuer in der Spezialdemo-Version bestanden. Ach so, in Moosbach City ist schon wieder ein neuer aufgetaucht. Ja, ich werde es hier so lange machen, bis ich diese ganzen Aufträge abgeschlossen habe, da die Demo ja irgendwann ein Ende haben muss. So, jetzt warten wir aber erstmal, bis sich dieser schöne Schwarzbildschirm auflöst, genau. Und dann kommen wir jetzt zum fünften Auftrag. Ja, wollen wir doch mal gucken. Ja, sehr schön. Ach ja, ich würde dich noch auf etwas hinweisen. Du kannst die Mega-Entwicklung pro Kampf nur einmal einsetzen. Überlege dir also gut, wann du bei welchem Pokémon diesen Joker ausspielen willst. Sprich mich einfach an, wenn du zu einem Abenteuer aufbrechen müsstest. Ich würde mich sehr darüber freuen. So, wir möchten zu einem neuen Abenteuer aufbrechen. Genau, nämlich aufbrechen. So, es ist ein Herausforderungsschreiben für dich gekommen. Anscheinend hat sich deine Stärke als Trainer herumgesprochen und Leute wollen gegen dich kämpfen. Gerne doch. Wohin geht's denn dann? Ach schön, wie man hier eine Übersicht über Höhen hat. Wow. Wow. Okay, das sah gerade ein bisschen verwirrend aus. Das ist doch schon wieder hier diese Insel, oder? Nee. Der Mann, der dir das Herausforderungsschreiben geschickt hat, müsste hier irgendwo sein. Bereite dich gut vor, Lando. Es handelt sich bei ihm um keinen gewöhnlichen Trainer. Naja, wo wird er wohl sein, wenn ich in keine andere Richtung außer dieser hier gehen kann? Richtig, er wird sich hier irgendwo rumtummeln. Aber ich möchte mich hier erstmal ein bisschen umgucken. Welches Pokémon habe ich an der Spitze? Logok will ich doch bitte an die Spitze. Da, also, wie gesagt, aufgrund des Temposchubs. Das ist krass dann. Ich hab schon von dir gehört. Ungeachtet deiner Jugend bist du in der Lage, die Mega-Entwicklung einzusetzen. Oder, ach nee, hier an diesem Ort, den kaum jemand je betritt, habe ich gemeinsam mit meinem Pokémon Unwert nach Stärke gestrebt. Erlaube mir, meine erlangten Fähigkeiten gegen dich und deine Pokémon auf die Probe zu stellen. Ja, gerne doch. Achso, das ist doch ein Mann. Hups. Experte Theobald. Ach, schon wieder so ein Hariyama. Och, Mensch. Immer diese blöden Hariyamas. Na gut, da können wir halt nichts machen. Dann werden wir das mal ausprobieren. Und zwar... ja. Erstmal Kampf, Mega-Entwicklung und dann hauen wir einen Schlitzer raus. In der Hoffnung, dass der irgendwie... naja, ein bisschen was bewirkt hier. Also, Mega-Entwicklung, Flieg und Sigma wieder. Übrigens, das ist alles am 15. Oktober, wo ich das aufnehme. So. Schlitzer, komm, mach einen Volltreffer draus. Überwurf. Ja, das war, glaube ich, nur Treffergarantie, wenn man halt als zweites angreift. Temposchub wirkt mal wieder. Ah, das sieht auch so cool aus mit diesen Feuerschleifen da dran oder mit diesen Feuerfetzen. Das sieht schon gut aus. Jetzt könnte ein Volltreffer kommen, bitte. Nein, natürlich nicht. Aber das werde ich überleben. Gerade so, aber das ist ja egal. Wir haben es überlebt. Das ist das Wichtigste. Deswegen werden wir uns auch noch diesen Auftrag hier zu Gemüte führen. Und Schlitzer, komm, Flieg und Sieg. Yo, Hariyama haben wir damit jetzt endlich auch besiegt. Das erinnert mich immer an diese Harlemshosen oder so. Dieses... so, naja, wir gucken erstmal. Setzt jetzt nächstes Schwalboss ein. Da bin ich ja hier ein bisschen falsch. Also Pokémon sollten wir mal wechseln. Entweder Firnanto, also Frostbeule wollte ich es eigentlich nennen, aber na gut. Gut, es sollte nicht so sein. So, Schwalboss. Warum gibt es davon keinen Schwalboger? Das finde ich halt schade. Mega-Entwicklung können wir nicht machen, deswegen machen wir hier einfach... welches Level hast du? 36. Ja, probieren wir es mal. Energiefokus. Oh, das steigert die Volltrefferquote. Und das trifft wunderbar, dann ist Schwalbers Geschichte. Also bei der Stärke mit Step. Und ein Volltreffer noch dazu, den ich vorher hätte lieber gebrauchen können. Aber ist ja egal. So nehmen wir es natürlich auch gerne entgegen. Setzt als nächstes Absol ein.
Du wirst trotzdem schneller sein als das Absol. Deswegen. Ja, doch, das wird schon gehen. Ich meine, das sind Unlicht-Pokémon. Und schneller als ich sollte es nicht sein. Ansonsten haben wir ein kleines Problemchen. Auch wenn du jetzt einen Erzwinger anwendest, das ist mir sowas von egal. Du bist ja noch mega Doppelkick ganz einfach. Und dann sollte sich nämlich diese Gesch Sache hier ja erledigt haben. Okay, hat es. Ja, was will man denn mehr? Sehr effektiv zweimal getroffen und den Trainer besiegt. Yay, Theobold-Experte wurde besiegt. Du bist viel stärker als gedacht. Ja, aufgrund der langen Haare habe ich ihn erstmal für eine Frau gehalten. Glückwunsch, du hast gegen einen echten Experten gewonnen. Und das heißt, ich kann dir am Gesicht ablesen, dass du den Sieg davongetragen hast. Dann lass uns nach Musbach City zurückkehren. Irre, diese Aufträge, aber ich finde die cool. Zumal die das wirklich interessant gelöst haben. Also, ja, ich bin wirklich hellauf begeistert von dieser Demo. Da hat sich dieses Rumstressen echt gelohnt, um dann auch was zu bekommen. Ja, ausgezeichnete Arbeit. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Genau, das erwartet uns dann mal wieder. So, mehr Abenteuer erwarten dich natürlich in der Vollversion. Du hast ein fünftes Abenteuer bestanden. So, du kannst nun ein Heilbeißset über Pokémon Link versenden. Danke fürs Spielen der Spezial-Demo-Version. Du kannst sie noch weiter nutzen und dich schön darauf freuen, Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir zu spielen, die bald über den Nintendo eShop und im Handel erhältlich sein werden. Na gut, wir werden mal gucken, was da noch Schönes auf uns zukommt. Aber nicht mehr in diesem Part. In diesem Part werde ich nämlich diesen beenden und ich hoffe, dieser Part zu Pokémon Oras Spezial Demo hat euch gefallen. Fürs Zusehen und Kommentieren danke ich euch allen und deswegen sage ich im nächsten Part von dieser Demo sieht man sich.